Frauen waren Gegenstände. Wir haben Frauen benutzt. Fette Autos, Hammer-Lifestyle, Partys. Und genauso wollte ich sein. Liebe habe ich in meiner Kindheit nicht kennengelernt. Es war eher, ich bin immer weggedrückt worden. So. Ich habe mich schlecht gefühlt, aber ich habe nicht daraus gelernt. Ich konnte mich ja selbst nicht lieben. Und wenn du dich selbst nicht liebst, wie kannst du dann andere Menschen lieben? Als Rapper singt René Niebisch nicht nur über Gewalt, er lebt Gewalt. In den USA wird er Mitglied einer Bloodgang. Frauen sind für ihn nur wertlose Gegenstände. Wie gute Beziehungen funktionieren, das weiß er lange nicht. Dabei sehnt er sich nur danach, endlich geliebt zu werden. Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Herzlich willkommen, lieber René. Schön, dass du bei mir bist. René, rückblickend, wie würdest du dich beschreiben? Was für ein Typ warst du früher? Was für ein Typ war ich früher? Mhm. Ich war sehr, sehr, sehr kriminell. Sehr wild unterwegs, verloren. Verloren trifft's. Mhm. Ich war ein sehr verlorener Mensch, ja. Mit 17 Jahren bist du nach Texas gezogen und du hattest eine ganz bestimmte Vorstellung, auch früher schon, vom Leben, wie das auszusehen hat. Erzähl mal, was für eine Vorstellung hattest du vom Leben? Ja, ich wollte so sein wie viele Rapper da draußen. Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent. Ja, guck dir doch mal die Leute an. Ja, so, du guckst dir die Musikvideos an. Geld, Frauen, fette Autos, Hammer-Lifestyle, Partys. Und genauso wollte ich sein. Und das war so das, was ich machen wollte. Das hatte ich schon sehr früh angezogen, gell? Diese Rap-Musik auch. Wie alt warst du? 8 Jahre war ich gewesen, als ich angefangen habe. Das war noch damals No Diggity, das Lied. Ich musste zu dem Zeitpunkt, muss ich dazu sagen, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, um was es geht. Ich fand diesen Groove ganz nice. Inspiriert aber auch von meiner Mutter, ja, also sie hatte auch immer diese Musik gehört. Also du hast immer Tupac, Eminem, Dr. Dre, die hat das immer laufen gelassen und es war schon immer so sehr in meiner Interesse, solche Musik. Inspiriert halt durch meine Mutter, ja, kann man so sagen. Ja. Und was hat dich denn da so angezogen an dieser Welt? Was hat mich angezogen? Boah, Geld zu haben, Drogen, Frauen zu haben, das Ansehen, so wie die da draußen ja auch leben, ja, sind auf dem roten Teppich, sind da unterwegs und diese Partys, ich wollte es genauso. Irgendwie leben. Wichtig sein. Ja, richtig, genau. Hm? Ja, genau. Das war so, das war schon so meine Vorstellung vom Leben, definitiv, ja. So, dann bist du also mit 17 nach Texas und da hast du dieses Leben tatsächlich gelebt. Erzähl kann mal man, so ein bisschen. Kann man so sagen, ja. Also du kommst in Texas, kommst du an und ich muss ja sagen, ich hatte vorher ja mit Drogen hatte ich ja auch hier in Deutschland zu tun gehabt. Und ich wollte natürlich auch wieder dort an Drogen kommen und man knüpft sich halt seine Kontakte, macht ein paar Kontakte klar. Und ich war also schon ziemlich schnell dann auch in Banden dann auch mit verwickelt und dann habe ich halt einen guten Freund von mir damals, Nate, kennengelernt und der war so dieser Boss von dieser TTP, Trita Paru Blood Gang und der hat mich dann praktisch geschult und da lernst du halt diese Handshakes erstmal kennen und diese Gangzeichen. Okay. Und wenn du Blood Gang klingt gewalttätig, war's das? Ja, auf jeden Fall. Okay. Sehr viel Gewalt, sehr viel mit Waffen. Wir waren da auch teilweise in Schießereien waren wir verwickelt. Ich erinnere mich noch an diesen einen Tag, da wollten wir Stoff abholen. Und das muss man sich so vorstellen, du hast praktisch zwei Blockhäuser. Und in der Mitte ist halt die sind halt die Parkplätze. Kinder draußen am Spielen war 4-5 Uhr, also vom helligsten Tag. Wir wollten aus dem Cadillac ausgestiegen. Normalerweise war es auch immer so, dass wir auch Waffen immer mitgenommen haben. Aber wir wussten, okay, bisher ist da nie was passiert. Warum? Dann lassen wir die Waffen, lassen wir einfach im Auto liegen. Und das war halt ein krasser Tag, muss ich sagen. Wir steigen aus, die Waffe im Handschuhfach, teilweise auch hinten im Kofferraum. Ja, Big Mike, Nate, ich aus dem Cadillac gestiegen, kommt ein Auto angefahren, Fenster runter und du siehst halt eine Knarre auf uns kriechen, hörst halt einen Schuss, ja. Und
du hast zwei Dinge im Kopf, entweder Leben oder Tod. Und man sieht halt, Big Mike, habe ich dann gesehen, hinter das Gebäude rennen und Nate hinter das eine Auto in Deckung, ich hinterm Cadillac in Deckung, so praktisch hinterm Reifen mich so geduckt und mein Herz, also es war richtig heftig, muss ich sagen, dieser Moment. Du bist da wie in einem Tunnel drin, muss ich sagen. Also es war eine ganz, ganz andere Welt. Und draußen waren noch Kinder am Spielen, das kommt hinzu und du wirst auf einmal, hörst du Familien kreischen, ja, das Auto war dann schon längst weg, was weiß ich, wie viele Schüsse da gefallen sind, das Auto ist weg und ich sag mal, weiß bis heute nicht, wer es war, aber vermutlich war es definitiv von einer anderen Gang. Das klingt wie im Film. Das war auch das wie im Film. Das ist ziemlich krass und ja. Fandest du das cool oder? Im Nachhinein schon, weil ich dachte, ey, das Leben wollte ich leben, sogar, doch wirklich. Ja, klar. Das ist sehr dumm, muss ich sagen. Aber das war das, was du wolltest. Das ist das, was ich wollte, ganz genau. Wie seid ihr mit Frauen umgegangen? Wie sind wir mit Frauen umgegangen? Frauen waren Gegenstände. Wir haben Frauen benutzt in der Gang. Also Frauen waren dafür gut, um Drogen zu schmuggeln unter anderem. Die konnten ja praktisch diese Baggies mit Kokain oder Tabletten, konnten sie ja praktisch zwischen ihre Beine reinschieben und oder im BH. Und dass ein Polizist, sag ich mal, da dran geht, ist eher unwahrscheinlich. Außer die müssen mit aufs Revier und dann werden die praktisch von einer Frau durchsucht. Aber so, wenn du, sag ich mal, unterwegs bist und hast deinen Stoff einstecken, beziehungsweise dabei und hast die Frau, die wo das Zeug dann trägt, war doch wie in sicheren Händen. Und ja, andere Frauen halt einfach benutzt, um einfach mit denen halt zu schlafen, ja, also Sex zu haben. Und du? Was heißt, wie ich? Wie hast du Frauen gesehen? War das auch deine Sicht? Das war, ja klar, ich habe es ja nicht anders kennengelernt von mir zu Hause. Ne? Meine Mutter, ja, auch oft fremdgegangen, ja, und das prägt einen schon. Das hat schon was mit einem gemacht und zu Hause wurde ich auch nie wirklich wahrgenommen, muss ich sagen. Wie kam das? Ja, meine Mutter, die hatte auch keine leichte Kindheit. Und ja, die hat das nicht wirklich verarbeitet, vermute ich, und konnte mir halt nicht so wirklich diese Aufmerksamkeit schenken, die eigentlich ein Kind braucht, diese Liebe. Liebe habe ich in meiner Kindheit nicht kennengelernt. Das war eher, ich bin immer weggedrückt worden, so, wenn ich irgendwie was hatte. Und dann hieß es ja, wir klären das morgen oder, aber aus diesem Morgen wurde so nie. Und wenn das immer öfters vorkommt, ist es so, du gehst irgendwann deinen eigenen Weg. Und dann habe ich halt das praktisch dann draußen so gesucht, diese Fülle, die mir immer gefehlt hat. Das habe ich dann auch unter anderem mit Frauen und die also dann. Beziehungen hast du gelebt, dann schon. Wie hast du die gelebt? So wie ich es von zu Hause gekannt habe. So. Die haben sich auch ständig in den Haaren gehabt, also sich wirklich geschlagen und so. Und das war, ich war auch so dieser Schläger dann gegenüber Frauen, ne? Mit unter anderem. Auch deinen Freundinnen gegenüber. Richtig. Hast du sie regelrecht gehasst? Kann ich so weit gehen, Frauen? Vielleicht war es eine Hassliebe. Ein Stück weit Vernunft war doch irgendwo in mir, aber ich wusste nie, damit umzugehen. Das war sehr, sehr schwierig für mich, muss ich sagen. Ich kenne es ja nicht anders, kannte es nicht anders, sozusagen, wie eine normale Beziehung auszusehen hat. Und was war denn dein vorherrschendes Lebensgefühl oder dein Gefühl in der Familie? Wie hast du dich gefühlt? Nicht angenommen, nicht geliebt. Mir hat das gefehlt. Also es war heftig, muss ich sagen. Es war sehr, sehr schwierig. Also ich war schon recht früh auf den Straßen unterwegs und es hieß auch immer, ey René, kannst nicht am Wochenende mal dahin gehen oder sonst was. Ist schon eher abgeschoben worden, sodass die ihr Ding machen können und so. Und du gehst irgendwann deinen eigenen Weg, so das, also, und das habe ich gut gemacht, muss ich sagen. Gut, in Anführungszeichen dann, ne? Was ist da bei dir passiert, wenn du eine Frau geschlagen hast? Ich habe ja schon von Kind auf schon Probleme. Und wenn ich dann meine Hand gehoben habe gegen eine Frau und habe sie dann geschlagen, wie soll ich sagen? Ich habe mich schlecht gefühlt. Aber ich habe nicht draus gelernt, also habe ich immer weitergemacht. Also ich konnte nicht damit umgehen. Es war eher so verloren in der Tat. So, ich wusste, ich wusste nicht wie. Keine Ahnung. So, weil ich dachte, okay, gut, es wird dann irgendwas besser, aber
es ist ja alles schlimmer geworden, ich bin dann damit nicht klargekommen. Das heißt, dieses eine Problem, wo ich dann von der Kindheit auf hatte, hat sich dann mit dem anderen, da kommt ja noch ein anderes Problem dann praktisch drauf. Und so haben sich die Probleme sich geholfen. Es wurden immer mehr, um praktisch abzubauen. Mhm. Und irgendwann bricht das Kartenhaus. Ne? Mhm. Ja. Ja. Du bist dann wieder zurück aus den USA. Ja. Du hast dann auch verschiedene Beziehungen gehabt. Die sind dann in die Brüche gegangen. Und dann kriegst du mit, du wirst Vater. Wie fandest du das? Im ersten Moment, als ich das erfahren habe, schön. Aber im gleichen Moment aber auch wieder, muss ich sagen, es war ein Punkt, da war ich kurz vor Obdachlosigkeit. Und es ging recht schnell. Sie ist recht schnell schwanger geworden. Und ich habe nicht geglaubt, dass das Kind von mir ist. Und dann habe ich sie halt dann auch zu Sau gemacht und sie richtig mies behandelt. Und wir haben es dann aber auch recht schnell, haben wir uns getrennt. Und dann irgendwann kam dann eine Nachricht, ja, dein Sohn ist auf der Welt. Und wir haben es dann wieder probiert. Man kann es auch nicht leugnen, dass es mein Sohn ist. Das habe ich dann auch gesehen. Dann haben wir uns getrennt, recht schnell auch wieder. Wie habt ihr die Beziehung gelebt? So wie vorher auch, also auch mit Gewalt? Oder hat das was verändert, dass sie schwanger war? Oder wie hast du Gewalt. Das gelebt? Gewalt. Ja, definitiv, ja. Okay, also du bist aus diesem Eng nicht rausgekommen. Nee. Wir haben es dann auch Ende 2016, wo wir uns dann auch getrennt haben. Das hat dann nicht mehr geklappt. Da bin ich aber auch direkt wieder in diese Drogengeschichte reingerutscht und habe da erstmal mehrere Monate meinen Sohn nicht gesehen. Bleiben wir nochmal bei dem, dass dein Sohn geboren wurde. Du hattest ihn bestimmt zum ersten Mal im Arm. Was hat das bei dir ausgelöst? Wolltest du dich nicht verändern oder irgendwie positiver werden? Das ist eine gute Frage. Doch, das wollte ich tatsächlich. Aber diese Kraft, die war nicht da. So, ich habe so den Gedanken gehabt, ja, jetzt ändert sich alles, weil ein Kind da ist, aber es hat sich nichts geändert. Warum war die Kraft nicht da? Mir hat was gefehlt. Ganz klar. Also, ich konnte mich ja selbst nicht lieben. Und wenn du dich selbst nicht liebst, wie kannst du dann andere Menschen lieben? Geht wie bist du dann mit deinem Sohn umgegangen? Ich muss sagen, also da war schon, ich hatte da schon Interesse dran. Das auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, nachher, wo wir uns getrennt haben, habe ich ihn aber auch sehr viel vernachlässigt und bin halt praktisch diesem Party-Life, diesem Drogen-Life bin ich nach und ja. Also hast dich gar nicht um ihn gekümmert? Eine Zeit lang nicht. Okay. Ich habe tagtäglich, habe ich mich weggeballert. Alkohol, gekifft, Pep gezogen, Ecstasy-Pillen. Drüben in Amerika Xanax-Bars geballert und Kokain gezogen, Crack. Und du warst am Rande der Obdachlosigkeit auch da schon oder wie sah dein Leben drumherum aus? Als ich kurz vor Obdachlosigkeit war, ich weggeballert mit Drogen und das war so eine richtig krasse Zeit. Da hatte ich einen Monat vielleicht zu essen 4 Pizzen gehabt und ich habe dann die verschimmelte Cornflakes habe ich dann noch gegessen, das weiß ich auch noch. Und ich erinnere mich noch an eine Flasche, die ich dort hatte, die hatte ich dann immer praktisch mit Wasser gefüllt, so eine Plastik, so eine Mehrwegflasche. Ja. Und die hatte ich über ein halbes Jahr habe ich die benutzt. Und mir ist das gar nicht aufgefallen, dass da sich drin Schimmel gebildet hat. Aber ich habe einfach weitergetragen. Also ich war sehr kaputt. Sehr, sehr kaputt. Die Heizung, die ging nicht. Ich hatte mich da, mit 3 Decken und einer Winterjacke habe ich mich zugedeckt. So, also es war schon eine krasse Zeit. Dann habe ich mir halt Ecstasy-Tabletten habe ich mir reingepfiffen. Und irgendwann war die Wirkung einfach nur noch so nach 20 Minuten, wo es dann losging, habe ich meine Augen zugemacht und habe geschlafen. Bin dann wieder aufgestanden. Irgendwann habe ich mir die nächste gegeben, dann wieder geschlafen. Also wollte mich praktisch so in den Tod, dann kann du man schon so. Du wolltest nicht mehr. Ja, so das kann man so sagen. Ja. Ich habe zu dem Zeitpunkt im Bahnhofsgebäude habe ich gewohnt und dachte mir, ey, wenn noch ein Zug kommt, ich mache einfach das Fenster auf und spring einfach runter. Aber dann habe ich so mit den Gedanken gespielt, was ist, wenn ich irgendwie falsch aufkomme und ich bin dann im Rollstuhl. Ich wollte ja komplett weg sein, also dachte ich mir, in meiner Wohnung ist doch diese Klappe zum Speicher, den Balken lege ich oben hin und einen Strick und dann hänge mich einfach. Also du hast ganz viele verschiedene Möglichkeiten durchgespielt. Dein Sohn, hat er dich nicht irgendwie zurückgehalten? Also dieser Gedanke daran, da ist jemand, der mich vielleicht brauchen könnte?
Ich wollte einfach nur noch tot sein, weil ich an mir gezweifelt habe. Ich dachte mir, okay, gut, das Leben hat doch sowieso keinen Sinn mehr mit mir. Ich pack doch eh nichts und von daher drauf gekackt, so nach dem Motto, war meine Einstellung. Ja. Und dann habe ich diese Gedanken durchgespielt und es hat auch nicht mehr lange gedauert, höchstens noch 12 Stunden und dann wäre mein Leben zu Ende gewesen. Mhm. Aber nachts bin ich wach geworden und wie von einer Biene gestochen. Es war mitten in der Nacht, das war richtig krass, muss ich sagen. Und Fragen im Kopf so, es war intensiv, so, woher wir Menschen kommen, was der Sinn des Lebens ist. Und dann habe ich irgendwann so Google diese Frage gestellt, warum ich auf Selbstmordgedanken komme. Und da haben sich ganz viele psychologische Seiten geöffnet. Und ich wollte mir halt von verschiedenen Seiten wollte ich mir durchlesen, um ein Gesamtbild zu machen. Und auf einer Seite war ein Psalm zu lesen. Ich vermute mal, dass es eine christliche Seite war. Das hat also was aus der Bibel, Psalmen. Sind. Psalmen, genau, aus der Bibel. Mhm. Und das hat mich halt so gefesselt und so mitgenommen, mich so interessiert dafür, dass ich mir da eine Bibel bestellt habe. Und dann kam die bei mir an und da habe ich mir vorgenommen, da jeden Tag eine Stunde drin zu lesen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Ließ sich auch richtig gut lesen, muss ich sagen. Und bin dann praktisch Matthäus, Markus, Lukas, bin ich dann also durch. Die Evangelien. Und genau. Aha. Da hat das ja alles angefangen im Neuen Testament. Und es war mir wichtig, im Neuen Testament anzufangen. Und umso mehr ich mich. Warum war dir das wichtig? Im Neuen Testament? Ich kam, du wusstest ja nicht groß. Nee, ich habe aber diese Eingabe, hatte ich irgendwie bekommen, im Neuen Testament anzufangen. So, und das wie sind so die Neues Geschichten Testament. Von Jesus, ne? Im Richtig, Neuen Testament. Genau. Mhm. Und umso mehr ich mich da reingelesen habe, umso mehr hat es mich dann so voll mitgenommen, weil ich habe praktisch diese Geschichten, so habe ich alles so in den Spiegel gestellt, so auf mich so geblendet und so reflektiert. Und umso mehr ich gelesen habe, umso mehr habe ich auch Liebe gespürt, als würde mich jemand wirklich mit Liebe beschießen. Also es war sehr, sehr wohl. Also ich habe mich richtig wohl, habe ich mich gefühlt. Und hast du ein Beispiel, irgendeine Geschichte, woran du zeigen kannst, was dich so berührt hat? Was mich wirklich auf die Knie gebracht hat, war Johannes 14,6. Was steht da? Sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ja, das war ein sehr, sehr heftiger Moment, muss ich sagen. Ne? Also du liest das, du vergleichst das praktisch mit deinem Leben und dir wird vergeben. Und Gott hat gesagt, du gehörst jetzt mir, René. Er hat seine Arme hat er geöffnet und hat gesagt, komm zu mir und ich vergebe dir all deine Sünden, schreib deine Sünden auf. Und seitdem lebe ich praktisch mit Gott und er hat praktisch mein Leben hat er verändert, er hat meine Sünden hat er mir vergeben und er hat auch zu mir gesagt, ey, geh dich jetzt auch bei den Menschen entschuldigen, ja. Und das habe ich getan und die haben es auch aufrichtig, also die haben auch gemerkt, es ist aufrichtig und ist auf jeden Fall toll, ich bin jetzt auch mittlerweile schon 4 Jahre frei von Drogen. Das hat er von mir genommen. Dieses Party-Life. Alkohol hat er von mir genommen. Ich mache keinen Gangster-Rap mehr, mache jetzt Gospel-Rap. Und meinem Sohn habe ich auch regelmäßig Kontakt und habe auch einen super Job, muss ich sagen. Ich bin mega dankbar. Und habe auch einen Führerschein. Es hätte alles damals nicht geklappt. Und ich bin einfach Gott dankbar. Und er ist mein bester Freund, er ist mein Retter, mein Erlöser. Ja. Und was er für mich getan hat, möchte ich einfach zurückgeben. Mhm. Wir gehen nochmal so ein bisschen zurück. Du hast jetzt sehr viel zusammengefasst zu diesem Moment, dass du dann alles aufgeschrieben hast, was dir eingefallen ist, an dem, was alles schiefgelaufen ist. Du hast das auch Jesus gesagt. Wie hat sich das dann für dich angefühlt? Hast du dich verurteilt gefühlt oder was ist bei dir da innerlich passiert? Boah, das war ein Gefühl, das ich in mir hatte. Das war sowas, ich habe sowas noch nie gefühlt. Voller Liebe, muss ich sagen. Wirklich, das war, ich habe mich endlich geliebt gefühlt. Und das war atemberaubend, muss ich sagen, ja. Den Moment werde ich niemals vergessen. Mhm. Niemals. Das, was du immer gesucht hast. Absolut, ja. Und das war die Voraussetzung dafür, dass du dich verändern konntest, dass dein Absolut. Leben sich Absolut, seitdem bin hat. Ich ja praktisch jeden Tag mit Gott unterwegs. Ich weiß, er ist bei mir und ich bete jeden Tag und ich bin ihm einfach für alles dankbar, dass er so mein Leben um 180 Grad praktisch gedreht hat. Ja, und das ist nicht selbstverständlich. Gott macht's möglich und nur er. Ja. Ja.
Ist dir dann auch irgendwie klar geworden, einerseits natürlich klar, du warst Opfer und du hast wirklich schlimme Dinge erlebt. Andererseits hast du auch zum Beispiel Frauen geschlagen, du hast Schuld irgendwie auf dich geladen. Ne? Ist dir das auch klar geworden, so dieser Eigenanteil an allem? Ja, durch Gott. Also er hat mir ja gesagt, René, schreib deine Sünden auf. Und es war ihm, aber auch durch ihn, für mich auch wichtig, mich bei den einzelnen Menschen zu entschuldigen. Hm. Sei es Menschen, die ich geschlagen habe, die Frauen, alle. Dann Menschen, mit denen ich umgegangen bin, als wären die wirklich das Letzte. Menschen, denen ich Drogen verkauft habe. Und ja, und durch Gott konnte ich mich dann praktisch nach und nach, so wie er es mir gegeben hat, zum richtigen Zeitpunkt bei den einzelnen Menschen entschuldigen für das, was ich getan habe. Und es wurde auch aufrichtig, also sie haben gemerkt, dass es aufrichtig von mir ist. Mhm. Und sie konnten das auch annehmen und ja. Und das war für sie, war das keine Überraschung, dass du da plötzlich gekommen bist? Wie haben die so reagiert? Jetzt zum Beispiel die Frauen. Ja, klar, also natürlich fragt man sich zum Beispiel so nach 12 Jahren oder nach 10 Jahren oder so, nach was ich wie viele Jahren, warum kommt der jetzt so? Ja, mhm. Und klar, das hätten die nicht erwartet, ne? Aber Gott sei Dank muss ich sagen, ja, sie konnten praktisch die Entschuldigung, konnten sie annehmen und dafür bin ich Gott dankbar. Was hat dir das bedeutet? Sehr viel. Es hat mir auch eine große Last hat es mir weggenommen, weil die Steine, die ich praktisch den Menschen so reingelegt habe, mit auf den Weg und denen ihr Leben schwer gemacht habe, konnte Gott durch mich praktisch diese Steine aus ihrem Leben praktisch rausholen und konnte denen ihr Leben einfacher machen. Mhm. Genau. Und was hat das mit dir gemacht? Konntest du dir auch vergeben? War das überhaupt ein Problem für dich? Absolut konnte ich mir vergeben. Durch Gott, ja klar. Also mhm. Es hat mich auch, dadurch habe ich mich auch viel leichter gefühlt, ja, weil die ganze Zeit war ja was in mir drin, das musste ja raus. Mhm. Ne? Und es war Gott und mir war es wichtig, einfach diese Last rauszubekommen und dass ich einfach Platz habe für Neues. Ja, und das ist dann auch passiert. Und ich habe dann praktisch diese Last aus mir rausbekommen und kann das war schon Befreiung, ja. Befreiung, das ist das Stichwort. Vorher hast du erzählt, dass es so eng war. Du hast versucht, selber irgendwie gefangen. Ja, richtig. Und jetzt bin ich bin frei. Mhm. Frei von der Last, ja. Aber du hast es ja nie wirklich gelernt, liebevolle Beziehungen aufzubauen. Wie konntest du das dann nach und nach lernen? Hat das einfach von jetzt auf gleich funktioniert? Oder wie hast du das gelernt, gerade jetzt in Bezug auf deinen Sohn? Mhm. Wie hat sich das verändert bei ja, dir? Ja, ich musste ja praktisch, also Gott hat mich in erster Linie ja in eine Stellung gebracht, mich mit meinem Leben zu beschäftigen. Ja. Und es hat erstmal Monate gedauert, bis ich mich erstmal nach außen hin geöffnet habe. Ich habe mich sehr so eingeengt, aber ich war einfach nur in meinem Wohnzimmer immer beschäftigt und habe mich einfach mit Gott beschäftigt. Und er hat mich immer nach und nach hat er mich da verändert. So meine, also ich hatte viel zu verarbeiten. Ich muss sagen, 2-3 Monate, wo ich da, oder sogar auch schon 4, wo ich da wöchentlich bestimmt 3-4 Mal geheult habe. Es war eine sehr, sehr lange Verarbeitungszeit, aber es hat gut getan. Ich wollte immer mehr und heute ist es immer noch so, ich will immer mehr und ich kann nicht genug von Gott bekommen und ich bin ihm einfach dankbar. Ja. Früher hast du Beziehungen, waren die schwierig, du hast schnell auch zugeschlagen, auch bei Frauen, bei deinen Freundinnen. Heute bist du wieder in einer Beziehung. Mhm. Wie kann deine Freundin denn sicher sein, dass du nicht reinhaust? Ja, ich meine, sie kennt mich ja. Also ich habe ja auch von meinem Leben habe ich ja auch erzählt, bevor wir in eine Beziehung gekommen sind. Und wenn irgendwie zum Beispiel, ich meine, in jeder Beziehung gibt es Schwierigkeiten. Das ist ganz normal. Und es ist ganz, ganz wichtig, wenn man Schwierigkeiten hat, dass man darüber auch spricht. Und klar, es gibt Momente, da
gibt's mal Reibereien, aber dann geht der eine mal dahin, der andere geht mal dahin und hat erstmal Ruhe. Man kennt das ja, es ist normal. Ja, wir sind Menschen. Aber dann wird aber auch dann drüber gesprochen, ne? Und das ist etwas, was ich halt früher nicht konnte, ne? Also das konnte ich absolut nicht. Nee. Wie hast du das denn gelernt, darüber zu sprechen? Das muss man ja auch lernen. Das muss man lernen. Ja, durch Gott habe ich das gelernt. Er hat mir gesagt, René, man muss darüber sprechen. Und dann hast du erste Versuche gemacht und dann ging es besser oder genau, nee? Richtig, so kann man das sagen. Also anfangs ein bisschen schwieriger, aber dann nach und nach dann immer besser, ja. Und ich muss sagen, durch Gott lerne ich mich da auch immer besser kennen, ja, und kann besser mit Situationen kann ich umgehen, was ich ja damals gar nicht konnte. Mhm. Ja, und das ist definitiv eine 180, also es sind Welten dazwischen, was heute ist und was damals war. Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Und da ist ein Vertrauen zwischen euch beiden jetzt auch gewachsen mittlerweile. Ja, also da muss ich auch sagen, da bin ich auch Gott dankbar, weil früher, das ist finde ich gut, diese Frage. Früher konnte ich ja Frauen nicht wirklich vertrauen, muss ich sagen. Also bis hin zu gar nicht. Und klar, als ich dann in meine neue Beziehung dann gekommen bin, ich hatte anfangs schon ein bisschen so Probleme, das ist schon schwierig, das Ganze aufzubauen. Aber nach und nach ergibt sich das schon. Und das ist halt wirklich dieser Prozess, würde ich das nennen, wo du dann durchgehst da mit Gott und ihm da auch wieder, du musst ihm vertrauen, weil wenn du ihm nicht vertraust, kann er nichts ändern. Ja. Du machst heute noch Musik, Rap-Musik ist immer noch deins. Genau. Was hat sich verändert, was ist heute anders? Damals habe ich diesen Gangster-Rap gemacht und diese ja voll frauenverachten Drogen, Geld und das alles gepriesen. Erzähl einfach mein Zeugnis so da draußen und also ein Gospel-Rap, was ich jetzt heute mache. Und das ist mir einfach wichtig, dass das da draußen an die Menschen kommt, an die Jugend, aber auch an Ältere. Und damit ich da einfach durch Gott ein Vorbild sein kann und nicht so wie ich diese Vorbilder damals hatte, so mit Eminem, Dr. Dre und so, die nichtige Musik. Ein anderes Vorbild sein. Genau, ja. Was ist deine Botschaft? Meine Botschaft ist, dass kein Mensch so weit fallen, also so weit unten sein kann, dass Gott ihn da nicht rausholen kann. Ich habe es erlebt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, René. Ich danke. Für deine Ehrlichkeit, das ist sehr besonders. Ich danke dir. Vergebung, ja, das hat René Niebisch erlebt. Vergebung von Menschen, aber auch von Gott. Und das hat ihn verändert und in heilsame, in gute Beziehungen gebracht. Weckt das eine Sehnsucht in dir? Dann sag das doch mal Gott. Egal, was bei dir alles schon schief gelaufen ist, er will mit dir ganz neu anfangen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.